So, jetzt können wir loslegen. Dann erstmal nochmal offiziell herzlich willkommen zu unserer virtuellen Pressekonferenz vor unserem Europa League Qualifikationsspiel beim FK Kukesi. Wir hatten ja die Reihenfolge schon besprochen. Unten im Medienarbeitsraum sitzt unser Cheftrainer Oliver Glasner und wir fangen an mit der ersten Frage von Kurt Hofmann, bitte. Guten Morgen, Herr Glasner. Wie schwer war es eigentlich, Videomaterial über den Gegner von morgen zu bekommen oder war es am Ende gar nicht schwierig? Auch guten Morgen gleich an alle, die dabei sind. Ja, es war nicht so schwierig, weil sie ja schon ein Europa League Quali-Spiel hatten gegen Sofia, dass sie 2-1 gewonnen haben, auch zu Hause. Das haben wir natürlich gesehen, wollten gerne noch ein zweites Spiel, aber jetzt wurde ja dieses Wochenende der Liga-Auftakt verschoben in Albanien, deswegen haben wir jetzt nur eines. Bei Kukesi, sie haben ja auch im März den Trainer gewechselt, deswegen eben ja, sind ein paar kleinere Fragezeichen. Aber einmal volle 90 Minuten haben wir gesehen und das sollte dann auch reichen. Anschlussfrage, haben diese 90 Minuten, die Sie gesehen haben, bei Ihnen Angst und Schrecken ausgelöst? Ach, es ist, keine Mannschaft löst dann Angst und Schrecken aus, sondern ja, wir versuchen das sehr nüchtern zu analysieren, Stärken, Schwächen, haben in einem 4-3-3, 4-1-4-1 System agiert, ist ja, eine technisch versierte Mannschaft, wie man es eigentlich auch so kennt, von Balkanländern, ja, sehr, sehr gut, technisch sehr, sehr gut ausgebildet. Aber es ändert nichts daran an der Tatsache, dass wir eben heute runterfliegen nach Tirana und auch mit dem Selbstvertrauen, dass wir eine Runde weiterkommen können, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen. Und deswegen sehe ich schon das Wichtigste, dass unsere Leistung passt. Und wenn die passt, dann werden wir auch eine Runde weiterkommen. Danke. Thomas Hiete? Ja. Thomas Hiete, hallo Herr Glasner. Wie sehr spielt der erste Spieltag in der Bundesliga am Sonntag eine Rolle bei Ihrer Aufstellung? Oder sagen Sie, jetzt ist die Vorbereitung vorbei, jetzt spielt unsere stärkste Mannschaft? Ja, das, was ich, also ich glaube auch schon vor dem Pokalspiel gesagt habe, das gilt auch weiterhin und das gilt auch die nächsten Wochen, dass wir einfach versuchen hier immer wieder, also zu schauen einfach, welche Spieler sind in einem guten Zustand, wer braucht vielleicht auch mal eine Pause und so haben wir das im Pokal schon gehandhabt mit den Nationalspielern. Dafür sind die jetzt wieder fit. Ja, Brekolo hat am Wochenende nicht gespielt, Schlager nur 30 Minuten. In der Offensive konnten wir nach 60 Minuten dann viele Wechsel vornehmen im Pokal. Also von dem her, ja, versuchen wir das schon hier darüber zu steuern. Und das wird jetzt hängt nicht ausschließlich ab von Leverkusen am Sonntag, sondern eben, was war letzte Woche, was war in der Länderspielpause und wie geht es dann weiter. Und das vor all dem Hintergrund, welchen Eindruck dann die Spieler im Training machen, nach dem werden wir dann die Aufstellung wählen, aber natürlich immer vor dem Hintergrund, die beste Mannschaft am Platz zu haben. Jetzt war Jerome wieder zu sehen auf dem Platz, ist er einsatzfähig? Ja, er ist mit dabei und es geht ihm soweit gut. Konnte natürlich eine ganze Woche kaum was trainieren, weil eben ja, der Rücken ihn da blockiert hat. Und jetzt müssen wir ihn auch wieder ja, richtig fit bekommen. Aber er ist soweit okay und wird mit dabei sein. Dann machen wir weiter mit Engelbert Enzel. Hallo Herr Glasner, gilt das denn auch, was Sie eben gerade gesagt haben, dass Jerome auch für Kunkas fehlt? Ja, eben für alle. Also es sind jetzt keine Ausfälle mehr dazugekommen, außer Omar Mamouche, der hat sich gestern ein bisschen eigentlich bei einem Torschuss das Knie, hat ihn auf die Spitze bekommen, das Knie ausgedreht. Den lassen wir zu Hause, weil er einfach Schmerzen hat. Das ist nichts Schlimmes, aber sonst sind alle Spieler, die stehen zur Verfügung, wie gesagt, außer die eben ausgefallen sind, wie Kevin Mbabu, Marin, William. Ja, Jay Brooks ist gesperrt aufgrund seiner gelb-roten Karte in Donetsk, aber sonst stehen alle zur Verfügung. Das ist eine Reise auf ein Risikogebiet. Wie stehen Sie dazu? Wie gehen Sie damit um? Haben Sie das mittlerweile, weil wir jetzt über 6 Monate Corona haben, können Sie sowas schon ausblenden oder haben Sie in Anführungszeichen Verständnis dafür, dass man diese Tour jetzt antreten? Ja, ich
weiß jetzt gar nicht die aktuelle Situation, die sich ja permanent verändert, aber ich denke, dass ja halb Europa ein Risikogebiet ist und wenn du den Europapokal spielen möchtest, dann musst du quasi zwangsläufig in irgendein Risikogebiet und ich sehe das relativ entspannt, weil ich einfach die Sicherheitsvorkehrungen kenne, das Hygienekonzept schon kenne. Also wir sind ja da, ich sage, wir werden ja fast wie Außerirdische abgeschottet mit Masken von hier weg, kaum Kontakte zu anderen außer eben unserer Gruppe und deswegen habe ich hier keine Bedenken. Vielen Dank. Timo Keller, bitte. Timo, das Mikrofon ist da wahrscheinlich noch nicht an bei dir. Ja, wie immer. Guten Morgen, Herr Glasner. Das Pokalspiel in Fürstenwalde im Hinterkopf. Und was muss Ihre Mannschaft da noch ein bisschen besser machen jetzt in Kukesi? Was ist da noch aufgearbeitet worden Anfang der Woche? Ah ja, es war jetzt Pflichtspielauftakt. Am Ende des Tages brauchen wir nur eine bessere Chancenauswertung. Dann hat vieles schon sehr, sehr gut ausgesehen und bin ich auch zuversichtlich. Ich habe das auch bei anderen Mannschaften verfolgt im Pokal, die sich dann noch schwer getan haben, vielleicht mal Chancen zu verwerten. Ist so, bis du dann wieder in Rhythmus bist, bis du da drinnen bist. Aber die Analyse war relativ kurz, weil es Schlag auf Schlag geht und die Vorbereitung eben für jetzt Europa und dann am Sonntag Leverkusen. Und wie gesagt, sollten wir unsere Chancen etwas besser nutzen, dann haben wir schon auch wie im Pokal, vielleicht hätten wir dann früher ein relativ entspanntes Spiel. Okay. Dann starten wir jetzt die offene Runde. Andreas Frank und Hamburg vom SED, guten Morgen, Herr Glasner. Ich habe eine Frage, was die Taktik angeht. Macht das für Sie als Coach taktisch einen Unterschied, wenn man weiß, dass man kein Rückspiel mehr hat, oder ist das völlig belanglos eigentlich, wenn man sich so eine Taktik für ein Spiel zurechtlegt? Ja, also wir versuchen jedes Spiel so anzugehen, dass wir es gewinnen können. Ja, auch wenn es ein Rückspiel gibt oder geben würde, dann sind wir nicht so reingegangen und haben gesagt, so, jetzt schauen wir uns das mal an und halten uns dann quasi noch was zurück für das Rückspiel, sondern wir gehen da gleich rein. Was vielleicht ein Unterschied sein kann, ist, wie das Spiel verläuft, dass du vielleicht auf der einen Seite dann etwas mehr riskieren musst, wenn du in Rückstand bist, weil du eben weißt, du kannst es dann nicht in einem zweiten Spiel wettmachen. Auf der anderen Seite, wenn es so ist, dass schon relativ klar ist, dann kannst du vielleicht auch sagen, okay, ich schone den einen oder anderen, weil eben der Gegner keine Chance mehr hat, im Rückspiel das wettzumachen. Aber von der Herangehensweise ist kein Unterschied. Okay, danke schön. Ja, hallo, Thomas Esser von der dpa. Guten Morgen, Herr Glasner. Jetzt wurden gestern wurde entschieden, dass wieder ein paar mehr Zuschauer in der Bundesliga zugelassen werden. Der VfL will das auch direkt umsetzen am Sonntag. Wie sehr freuen Sie sich darauf, dass wieder zumindest ein paar mehr Leute ins Stadion dürfen? Und haben Sie da schon Reaktionen auch von der Mannschaft mitbekommen auf diese Entscheidung? Also zuerst freue ich mich sehr, so wie, denke ich, alle, die im Fußball beteiligt sind und involviert sind, freut sich jeder, dass endlich wieder Fans ins Stadion dürfen. Mit der Mannschaft hatte ich noch keinen Kontakt. Die kommt jetzt dann, weil wir gemeinsam jetzt noch hier frühstücken oder brunchen und dann geht es am Flughafen. Und die Mitteilung war gestern dann eher später und von dem her habe ich noch keine Reaktion. Aber wie gesagt, jeder von uns ist froh, wenn Fans wieder ins Stadion dürfen, ist ein erster Schritt und ich hoffe und wünsche mir, dass das alles jetzt die nächsten, ich glaube, es ist so ein Probebetrieb auf 6 Wochen, dass das reibungslos über die Bühne geht und dass wir dann nach und nach die Stadien wieder füllen können. Herr Glasner, Ignacio Camacho hat in dieser Woche seine Karriere beendet. Sie haben ihn gut kennengelernt, aber wenig als Spieler. Wie haben Sie das Ganze aufgenommen? Wie haben Sie ihn jetzt erlebt? Er hat sich auch vor der Mannschaft und dann wahrscheinlich bei Ihnen auch nochmal in Anführungszeichen verabschiedet. Wie war das für Sie?
Ja, zuerst mal ist es natürlich sehr schade und traurig, wenn so ein guter Fußballspieler schon vorzeitig aufgrund einer Verletzung die Karriere beenden muss. Aber Camacho hat unglaublich gekämpft in den letzten beiden Jahren und auch das letzte Jahr, wo ich hier war. Und wir waren auch immer wieder im Austausch. Und wir haben sogar schon vor, ich weiß jetzt nicht, vor ein paar Monaten mal darüber gesprochen. Und ja, habe ihm auch natürlich angeboten, dass jederzeit meine Tür offen steht, und weil ich ihn einfach sehr, sehr schätze als Spieler, als Mensch, einfach auch jemand, der ja auch im Fußball nicht nur sich selber gesehen hat, sondern auch sehr, sehr, deswegen auch wahrscheinlich seine Sechserposition, sehr, sehr analytisch die Dinge gesehen hat und einen unglaublich großen Fußballverstand hat, unglaublich ehrgeizig ist, und das ist etwas, was du, das ihn auszeichnet, eben auch nach seiner Karriere. Und deswegen bin ich da ja voll davon überzeugt, dass Camacho hier das Richtige finden wird und auch dann in dem Bereich, wo er sich dann sieht, sehr erfolgreich sein wird. Aber natürlich schade für ihn persönlich und auch schade jetzt in dem Fall für uns, weil wir natürlich ihn ursprünglich immer als fixe Größe in unserem Kader geplant hatten, und leider ist daraus nichts geworden. Herr Glasner, können Sie noch mal ganz kurz was zum Ablauf sagen? Sie haben eben gerade angedeutet, Mannschaft kommt gleich zusammen, Brunch. Wie geht es dann weiter bis zum Spiel sozusagen hin? Ja, wie gesagt, wir sind ja dann eh abgeschottet, dann geht es halt in Kleinbussen am Flughafen runter ins Hotel, dann trainieren wir heute um 18 Uhr. Abendessen, morgen früh dann nochmal ein bisschen aktivieren, aber im Hotel, einen größeren Raum, und dann halt nochmal Besprechungen, Gegner vorstellen und dann der Ablauf wie üblich. Und dann geht es halt am Abend ins Stadion und nach dem Spiel gleich wieder zurück und werden dann irgendwann zwischen 3 und 4 in der Früh, also wenn alles planmäßig läuft, von dem ich ausgehe, werden wir dann wieder in Wolfsburg sein. Diese Strapazen, die es ja unweigerlich sind, mit Blick auch auf den Sonntag, ein Nachteil, oder sehen Sie das jetzt zu Beginn dieser Saison, so kompliziert die ganze Vorbereitung auch war, nicht als Nachteil? Ja, ich habe das auch schon oft gesagt, wir müssen das einfach als unsere Aufgabe, als Herausforderung sehen, ja, weil wir wollten nach Europa. Und wir sind dann Siebter geworden, habe das schon oft gesagt, wir hätten nur die letzten 4 Spiele verlieren müssen und wir wären sicherlich Achter oder Neunter gewesen und wir würden uns darüber nicht unterhalten und dann könnten wir sagen, wow, wir können uns auf Leverkusen vorbereiten, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen europäisch spielen, wir wollen in die Gruppenphase einziehen und ja, da gehört das einfach dazu, und wenn wir das so annehmen und so als Herausforderung sehen, dann wird das auch kein Problem sein. Wünsche euch einen schönen Tag. Nochmal zur Info, das Spiel wird morgen bei Sport 1 übertragen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss, okay. Ciao. Okay. Okay. Ciao.